Willkommen zurück zu Deponia. Ich war gerade am Essen und habe noch über das Spiel nachgedacht. Habe jetzt nichts mehr erreichen können. Dachte mir so, was mache ich falsch? Und dann habe ich mir ein bisschen überlegt, so ein paar Orte. Und dann dachte ich so, diese Chilischote, die nervt mich ja schon seit Anfang des Spiels. Und dann habe ich mir überlegt, okay, aber die bekomme ich ja nicht. Was würde es mir auch bringen? Und dann habe ich überlegt und dachte mir so, die Asbesthandschuhe sind doch eigentlich dafür gedacht, oder? Ja, sieht gut aus, das sieht gut aus. Oh, gut, das hat funktioniert, geil. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir damit? Können wir die Chilischote? Ich hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Ja, aber können wir das irgendwie kombinieren mit den Ballons? Wirklich? Feurio! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! Oh, verdammt, Mann! Jetzt höre ich doch so, oh Mann! Na, ein Schutzanzug. Ja gut, aber komm, irgendwas können wir doch damit anstellen. Das muss nicht umgefüllt werden. Na komm, okay. Ich gehe jetzt damit zurück zu Wenzel. Vielleicht können wir es hier reinmachen. Vielleicht kann die Chilischote einfach hier rein. Ja, das wäre lustig. Aber ich brauche die Chili für das Rezept. Brauchst du? Was ist das denn? Hä? Ah, ah, oh. Oh, ja, jetzt, da ich sehe, ja, schon, okay. Verdammt, das heißt aber, ich bin nicht weiter. Klares Beleg. Ach, Mann, jetzt dachte ich, ich habe die Lösung und. Oh. Ja, aber ich bin jetzt zumindest mal ein bisschen weiter. Kann ich das jetzt hier alles malen? Also wenn ich das jetzt hier reinmache? Eine ganze Chilischote. Was war's noch? Aufputschmittel? Aufputschmittel. Und Schwarzpulver? Eine Prise Schwarzpulver. Und legt los! Nein. Leg los. Ich glaube, es reicht, oder? Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Ja, ich finde auch, dass Killer cooler klingt. Stimmt schon. Kaffeepulver. Okay, dann sind wir hier zumindest schon mal weiter. Wie war das? Das sind Geschmack. Und du bekommst tolle Ich brauche dringend nichts mehr. Nein, das Thema. Ich brauche dringend. Wie das Thema verdient sorge ich dafür, dass sie das Beruhigungsmittel nimmt? Darf ich dir einen Nein, darf doch nicht. Das ist schon mal keine Zutat für das. Ich finde, ich komme ganz gut. Ja, ich finde auch, dass wir ganz gut okay vorankommen, aber. Darf ich dir einen Schluck? Nein, doch nicht. Und was mit dem Kaffeepulver? Um Himmels Willen, das wäre Selbstmord. Das stimmt. Das ist wahrscheinlich wahr. Okay, ja gut, okay. Ein Minischritt bin ich jetzt weiter. Okay. Aber was jetzt? Was jetzt? Ich muss hier doch irgendwas machen. Es wird Zeit, dass ein wenig Schwung in die Sache kommt. Ernsthaft? Leicht gesagt. Oh, Mann, immer diese spontanen Sätze, die so klingen, als hätte ich irgendwas erreicht und dann... Nö. Das ist schon mal keine... Ich finde, ich... Das ist schon... Ich finde... Ja, das aber... Ist, finde, das ist... Ich finde... Das ist schon... Ich finde... Au, blödes... Das Pulver... Das muss... Das Pulver hab ich, ja. Jetzt... So, was, wenn ich... Auf der... Mann, schade. Irgendwas muss ich doch machen können. Können wir mal hier gucken, mal auf die Hinweisliste. Vielleicht finden wir da was. Zutaten besorgen, Wasser, klar, energiereich belebend. Das ist mir klar, ja.
Wie überzeugt. Ja, ich weiß schon, Wenzel vorgaukeln, er hat eine Wasserader. Aber wie sorge ich denn dafür, dass das Wasser auch dahin kommt? Kapitelübersicht ist mir egal. Wie schaffe ich das denn? Wie gesagt, wir können das zwar machen, aber das bringt ja nichts. Wenzel hat eine Schutzklappe. Dieser Ego, wo übe ich denn jetzt Friemspuck? Ach man, das lief jetzt gerade so gut und jetzt plötzlich nicht mehr. Kann ich ihm schon mal das Pulver geben? Das Pulver habe ich schon mal. Gut. Interessiert ihn jetzt aber noch nicht so sehr. Na gut. Ich guck trotzdem mal kurz hier rein. Kann ich hier noch irgendwas interagieren? Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte ich glaub's auch. Gefragt. Ach, kann ich die Tasse nehmen und dann Toni geben? Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Ah, okay, schade. Oh. Roter Vorhang. Oh mein. Okay. Wir haben jetzt Brennstoff. Wir haben Brennstoff, okay. Leg das jetzt da rein. Wenn das jetzt nicht da reinkommt, rast dich aus, weil langsam wird es ein bisschen lächerlich. Für Deponia ist der Vorhang schon lange gefallen. Die Aftershow-Party steigt in Elysium. Verdammt. Aber irgendwas kann man zerbrennen. Niemals. Und Toni, das muss nicht um. Die Sache hat schon einen. Sie braucht nicht. Deponia, die Aft. Für Deponia ist die Aft. Jetzt hab ich hier Seziermesser. Lieber nicht. Wieso denn nicht? Lieber nicht. Okay. Jetzt will er gar nicht mehr reden. Jetzt hab ich hier einen Vorhang, aber der bringt mir halt auch nichts. Ich wollte früher immer Matador werden. Matador! Oh, Rufus, danke, das hat mir jetzt geholfen. Natürlich! Hier! Werd wütend! Toro! Hey, Toro hab ich gesagt! Ha, was? Bitteschön! Oh, macht dich das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stiers zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Perfekt. Eingegeben ab 18. Ja. Modus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Das ist ein Fehler, aber na gut. Autsch. Gleich nochmal. Ja, gern nochmal, gern. Kannst du gern nochmal machen. Na gut, okay. Gleich nochmal. Ja, nicht unbedingt. Dann nehmen wir uns mal sein Blut. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Ja, definitiv. Hat's geklappt, oder? Sieht jetzt nicht so gut aus, aber ich lass mich gerne überzeugen. Stierblut? Check. Gut, ja. Freigegeben Blut immer noch unter. Tja, ein geübter Matador, wie ich weiß. Es muss also noch einen Gegenstand geben für Wenzel. Gleich nochmal. Also hier Motorhaube und wir brauchen das Wasser wahrscheinlich aus seinem Raum. Ich weiß es noch nicht ganz. Wahrscheinlich lässt. Ja, jetzt müssen wir halt irgendwie noch die Trucktür öffnen. Für was könnte man denn Luftballons, Dartpfeile, Haken brauchen? Gott sei Dank. Verdammt. Es geht aber langsam voran. Energie. Hier kommen wir halt nicht voran. Gewichte. Was man halt. Finger weg. Von meinen Sachen. Irgendwie muss ich dir doch das Beruhigungsmittel geben, oder? Ich bin mir da ziemlich sicher.
Dinger weg. Ist ja gut. Darf ich dir einen? Nein, darauf nicht noch. Nicht nochmal leider. Irgendwas übersehe ich. Ich weiß es, aber ich weiß nicht was. Vielleicht ist ja noch bei Toni zu Hause irgendwas. Vielleicht bei Toni zu Hause. Da soll Toni nochmal sagen, ich... Ja, du machst nichts für den Haushalt, ich weiß. Weiß halt nicht, vielleicht, weiß nicht. Wenn ich meinen Kram verbrenne, hilft das zwar der Legendenbildung, aber was verkaufe ich dann den Fans? Gute Frage. Wie mache ich jetzt weiter? Irgendwie muss ich doch Wenzel helfen, also helfen, vorgaukeln. Ich erkenne hier aber nichts. Hier ist. Also, ich glaube, hier sind wir wirklich falsch. Hier ist nichts. Zumindest bin ich mir jetzt eigentlich sicher, dass hier nichts mehr ist. Außer hier beim Sofa noch. Reicht ja auch. Mehr ist wohl nicht. Reicht ja auch. Ärgerlich, ärgerlich. Ich bin ziemlich sicher, irgendwo liegt irgendwas rum, was ich noch verpasst habe. Und wenn es die Notfallstation ist oder sowas. Das wäre ich brauche das Zeug doch für Goal. Ja, ich weiß ja schon, Seziermesser. Ich quäle und ja, ich weiß schon, du quälst keine Tiere. Irgendwo ist noch ein Gegenstand, ich weiß es. Auch hier mit dem Feuerlöscher, es muss doch irgendwas doch damit auf sich haben. Das ist so schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm, ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich erkenne hier aber wirklich nichts mehr. Nur den Hebel, der bringt mir aber jetzt eigentlich nichts mehr. Also selbst wenn ich das nach oben verschiebe, ist da ja auch nichts mehr. Also als ich... Wie öffne ich die Trucktür und... Ja, wie öffne ich die Trucktür? Dietrich hat ja nichts gebracht. Vielleicht kann ich die Motorhaube öffnen. Wenn man den Trick kennt. Anderer. Brauchst du vielleicht Beruhigungsmittel? Kann das sein? Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Du kannst gern noch mal reiten, aber ich glaube, das bringt nichts. Kannst du mich nicht gegen das Auto knallen? Ja, also ich muss jetzt definitiv Wenzel überzeugen, sonst komme ich hier nicht mehr voran. Oder ich komme ins Postoffice, aber ich glaube, das wird auch nichts. Weiß nicht, vielleicht auch nochmal Gizmo vielleicht mal das Seziermesser geben?
Gizmo hat meine Unter... Nee. Ich entdecke auch jetzt wirklich gar keinen Gegenstand. Was war das? Da war zwar was, aber ich weiß nicht, was es war. Es sah aus wie eine Uhr, aber hä? Vielleicht so ein extra Gegenstand, ich weiß es nicht. Die Sache hat schon ein... Sie braucht... Ach. Ich habe es gefunden, ich darf es auch behalten. Freut mich. Finger ist ja... Vielleicht hier mit dem Haken? Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar kennt sie nur klares Wasser. Schön, aber... Ich habe kein klares Wasser. Mit dem Haken könnte ich die Klappe auf dem Schornstein öffnen, wenn mein Arm lang genug wäre. Also wir wollen die Klappe öffnen. Gute Idee, denn die Balance nur nicht Events. Wenn dein Arm lang genug wäre. Meine Idee war ja, das hier ans Rohr zu befestigen. Aber das habe ich das probiert? Die Sache hat schon einen Haken. Sie das will er halt nicht machen, weil dann könnte man das doch hier ranhängen. Die Sache hat sie braucht. Die Sache hat sie braucht. Mit dem Haken könnte ich die Klappe auf dem Schornstein öffnen, wenn mein Arm lang genug wäre. Wie verlängere ich denn deinen Arm? Au, jetzt blödes. Die Sache, sie braucht. Das ist nicht. Oh. Die Sache, sie braucht. Nein. Niemand. Nein. Das muss nicht. Das. Nein. Das ist schwierig für. Au, blöd. Das könnte alles, was noch fehlt, ist Gas für den Ballon. Das könnte eine prima Miniaturausgabe meines freischwebenden Lastenhebers werden. Alles, was noch fehlt. Wir brauchen Gas. So baut man. Es hat. Wo kriege ich denn Gas her? Nein, wirklich. Gas. Da ist eine Leiter. Kann man zu der Leiter vielleicht hoch? Nee, oder? Nee. Hallo nochmal. Hi. Ruf. Genau. Aber hier ist auch nichts. Rufus. Genau. Aber hier war ja auch kein feuerähnliches Ding, oder? Für den. So. Sehe ich jetzt zumindest nicht. Lachgascontainer. Oh mein Gott, nein. Oh Gott, das ist so dämlich. Oh, das ist so... Oh Mann, darauf hätte ich sofort kommen sollen. Oh Mann. Oh, das ist so... Oh. Oh. Jetzt haben wir es aber. Komm, jetzt haben wir es geschafft. Hier rein damit. Die Lösung war so einfach. So einfach war das. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Egal. Nein, warte. Ich muss das Rohr kicken. Geht doch.
der arme Wenzel. Sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Let's go, Wenzel! Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Wow, ja. Weißt du, Wenzel, und es ist wirklich blau. Wenn nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Nein, wirklich. Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Ja. Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Ja, das finde ich auch schön. Lass ihn uns zusammen genießen. Ich genieße ihn. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Die nehmen wir uns. Das hier will ich eigentlich auch. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Okay. Gut, aber Wenzel möchte ja jetzt nicht mehr dorthin gehen, oder? Wenzel? Ach, er ist jetzt dorthin gegangen wahrscheinlich. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint... Die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Das ist wahr. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Hier, ich bin die Nummer 63. Schau. Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht? Natürlich, ich wollte trotzdem nur mal sicher gehen, nicht, dass du sagst, Rufus, nein! Ach, Ruf, was willst du dem Naja... Wir schaffen das.